Es ist mir egal, wo wir heiraten und wie wir heiraten. Ich bin glücklich. Ich meine, Tanja erwartet von dir, dass du erbrichst, Krämpfe, Durchfall und Fieber hast. Wie willst du dir das denn bitte vorspielen? Ach komm, dann ist es eben leichter im Zug. Ich meine, ein bisschen jammern, zittern und schwitzen werde ich schon noch hinbekommen. Woher weiß man, dass es der Richtige ist? Das weiß man. Manchmal dauert es nur ein bisschen länger. Ich musste erst mit dem Falschen vorm Traualtar stehen, um es zu begreifen. Aber jetzt heiratest du ja den Richtigen. Die große Liebe für das ganze Leben. Markus, alles in Ordnung mit dir? Das kannst du dir sparen. Er ist zum Fenster raus. Wo ist er denn hin? Wohin, wohl Stoff besorgen, wenn er dazu überhaupt noch in der Lage ist. From the first ray in the morning to the last kiss in the night, just one day without you, I could throw my heart away. Can't you hear I'm asking you to stay? Through the rainbow colored night, stay, stay, stay. Wie ist er jetzt aus dem Fenster gesprungen, oder was? Ja, ist er nicht so hoch. Er hatte sicher die ersten Entzugserscheinungen. Offenbar hat er irgendwas gesucht, womit er die Tür aufbrechen konnte, Schlüssel oder so. Dann hat er nichts gefunden und dann ist er zum Fenster raus. Aber als ich vorhin noch bei ihm war, da war der total normal. Ich hätte nicht gedacht, dass der so schnell aufgibt. Oh Mann, darum bin doch nur ich wieder schuld. Mach dich nicht verrückt, du hast es ja nur gut gemeint. Aber du hättest wissen müssen, dass es einfach schwer ist, so einen Entzug zu machen. Das ist einfach leichtsinnig, sowas auf eigene Faust zu versuchen, ohne Arzt. Ja, aber er wollte doch keinen Arzt. Deswegen musste ich das mit ihm alleine durchstehen. Gott, wenn die andere Xaver mich so hängen lässt. Komm, das bringt jetzt nichts. Wir müssen ihn finden in seinem Zustand, so schnell wie möglich. Wo könnte der sein? Was, wenn ihm jetzt was passiert ist? Was, wenn der jetzt vor ein Auto gelaufen ist oder so? Bitte. Meine arme Tanja. Oh, hoffentlich geht das gut. Aber beruhigend, dass Gregor jetzt auch für Mike da ist. Ich glaube, er ist ein richtig guter Arzt. Buenos dias. Was ist das? Ah, lass mich raten. Eine Gummiattrappe? Sehr kunstvoll. Leider zu geschmacksneutral. Abmarsch. Was ist? Habe ich nicht recht? Du bist wieder da. Wie kommst du denn da drauf? Ach, schön. Ich hatte ehrlich gesagt ein bisschen Angst. Was? Dass ich in Marbella bleibe? Das könnte euch so passen, damit ihr hier in Ruhe meine Küche ruiniert. Ich hab dich vermisst. Deine gute Laune, deine Wärme, dein einnehmendes Wesen. So bin ich eben. Immer schön knackig bleiben. Entschuldigung, was soll das denn? Du kannst nicht einfach abhauen, wiederkommen und nichts erzählen. Wovon? Wovon? Also... Marbella ist genau so, wie du es dir in deinen kühnsten Träumen vorstellst. Romantisch, elegant, ganz viele reiche Menschen. Lass die ersten beiden weg und dann hast du es. Lauter aufgeblasene Geldsäcke, die mich als ihren Hofnarren haben wollten. Pommes mit Mayo. Ja, Pommes. Im Edelhotel, ehrlich? Ja, aber die Mayonnaise bitte à la art de maison. Das koche ich lieber hier à la maison. Und diese aufgeblasenen Schnösel, diese Banausen, lasse ich an ihrer Strandbar schmoren. Und Lars, wie geht's dem? Habt ihr viel gemacht zusammen? Lars? Nee, nicht wirklich. Der hat über beide Ohren viel Arbeit und, naja, ich habe ihn kaum gesehen. Wie geht's dir denn? Hast du vielleicht in der Zwischenzeit ein fulminantes Dessert kreiert? Na, ich war eigentlich eher privat beschäftigt. Was nicht heißt, dass ich meine Pflichten nicht erfüllt habe. Ich bräuchte nur vielleicht in nächster Zeit mal frei. Frei? Für die Hochzeitsvorbereitungen. Wer heiratet denn? Ich. Was? Ja.
Genau, das war ja wieder klar. Ich suche dich überall wie eine Gestörte und spreche deine Mailbox von. Was machst du? Sie ist wahrscheinlich friedlich mit deinem Dealer zusammen, oder? Na, viel Spaß noch. Das klingt aber, als wäre schon länger abhängig, von wegen deinem Dealer und so. Das ist rein spekulativ. Überhaupt alles in letzter Zeit. Der redet ja kein Wort mit mir über seine Sucht. Ist es jetzt relevant, wie lange er drauf ist, Herr Doktor, oder was? Je länger, desto schwerer der Entzug. Vor allem, wenn man ihn ohne professionelle Hilfe und zumal eben von einem Tag auf den anderen durchziehen will, weißt du? Danke, du wiederholst dich. Na, der kann was erleben. Tanja, erzähl ihm nicht, dass ich Arzt bin, ja? Ja, ich schweig wie ein Grab. Wo warst du? Warum? Auf dem Weg zu dir? Ja, zu spät. Mike ist weg. Wie weg? Ja, weg. Ja. Was heißt denn das? Weg. WEG weg. Nicht mehr da. Wir beide hatten eine Vereinbarung, ja? Wir haben gesagt, wir wechseln uns ab, ja. Wir machen das zusammen. Gut. Und dass du jetzt, wenn... Ich muss ins Hotel. Der Fahrstuhl ist stecken geblieben. Sag mir bitte Bescheid, wenn du ihn gefunden hast, ja? Ja. Was seid ihr denn bitte? Alle so aufgeregt. Sag mal, Entschuldigung, weißt du, hast du überhaupt eine Ahnung, wie gefährlich das ist, wenn ein Junkie einen kalten Entzug macht? Wie Junkie? Xaver, du hast mir versprochen, dass du auf Mike aufpasst. Und jetzt ist er weg. Abgehauen. Ich meine, wenn wir den jetzt nicht finden, dann... Ich dreh gleich durch. Es wird schon nicht so schlimm. Du hältst deinen Mund, ja? Du überlegst es am besten mit mir, wie und wo wir ihn am schnellsten finden. Wir trennen uns jetzt. Geh mal da ihn suchen. Mann, Mike! Dieser Kerl wirklich? Und du ihn auch? Was wird denn das? Ein Liebesquiz? Wir haben so viel zusammen durchgemacht. Ich wüsste nicht, was uns beide noch erschüttern sollte. Das Übliche, wie immer. Dein Bruder bleibt immer noch dein Bruder. Wie hat das denn aufgenommen? Ganz gut. Ja, du darfst nicht vergessen, er hat die Kaution für Gregor gestellt. Für mich ist das Symbol schlechthin dafür, dass er mich wirklich losgelassen hat. Alexander akzeptiert, dass wir keine gemeinsame Zukunft haben. Wirklich. Deswegen schläft er auch mit dir. Das war einmal. Und es passiert nie wieder. Ja, ich glaube auch, dass ihr euch das fest vorgenommen habt. Aber trotzdem. Heiratest du Gregor, weil du ihn wirklich liebst? Ja, warum denn sonst? Oder weil... Bei aller Liebe, weil er einfach ein netter Ausweg ist. Sag mal, unterstellst du mir jetzt hier, dass ich aus einer Flucht heraus heirate? Aus einer Flucht vor Alexander? Nein. Aber eine Ehefrau ist noch mehr tabu als eine Schwester. Ach komm, den Quatsch mach ich mir nicht an, ehrlich. Ich denke, du hast nichts zu befürchten. Habe ich auch nicht, aber wenn die Schnäpfe mich verwechseln... Au! Ein bisschen mehr Respekt, junger Mann, ja? Aber ich habe die Handtasche nicht geklaut. Genau das will ich von Frau von Heidenberg persönlich hören. Und wieso glaubst du denn der mehr als mir? Wir sind doch verwandt. Ja, so verwandt sind wir nicht. Und selbst wenn du mein Sohn wärst, stehen gibt's bei mir in der Familie nicht und in meinem Hotel auch nicht. Echt? Das ist dein Hotel? Wusste ich ja gar nicht. Tja, du brauchst gar nicht ablenken. Ah, Herr Dr. Willig, hallo. Herr Professor Bremer, wie Sie ihn? Grüß Sie, Gott. Na, warte mal. Ich hab Schiss. Was hast du jetzt gesagt? Ich geb's ja zu. Wie jetzt? Du warst es also doch. Und hast es die ganze Zeit geleugnet. Bleib! Bleibst du hier? Jona! Na, warte mal, Pöschal. Grüß dich, Gott. Gleich. Einen Moment. Sekunde bitte. Tanja, es tut mir wirklich so leid, aber ich hab's nicht mehr ausgehalten. Ja, was denn, dass du dir jetzt nochmal Zeug besorgen musstest oder was? Nein, ich würde, das ist nicht das Problem. Aber ich habe Platzangst in der Wohnung bekommen und ich war ganz alleine. Ach so. Oh, das war falsch von mir. Oh Gott, es tut mir leid. Entschuldigung.
Entschuldigung. Hey, ist nicht deine Schuld. Ja. Und wenn Xaver rechtzeitig gekommen wäre. Der soll jetzt weitersuchen. Wir haben uns nämlich getrennt, damit wir dich schneller finden. Oh Gott. Oh Gott, ich bin so froh, dass du da bist. Ich weiß nicht, was ich gemacht hätte, wenn du jetzt nicht hier gewesen wärst. Ich bin auch froh, dass du da bist. Oh. Okay. Ich lasse dich jetzt keine Sekunde mehr aus den Augen, ja? Wie soll das denn gehen? Komm. Ich schlafe einfach nicht mehr. Ich schlafe einfach nicht mehr. Und dann gehe ich komme auch mit ins Bad. Ja, mhm. Ja, das tut mir leid, aber du hast mir versprochen und geschworen, dass du mit den Drogen aufhören willst. Dazu stehe ich doch auch. Ja, gut. Es ist bloß... Ja? Sag. Ich mache alles, was ich kann für dich. Das weißt du, ich will dir helfen. Ja, ich meine, red halt endlich mit mir. Mich macht das wahnsinnig, dass du deinen Mund immer nicht aufkriegst. Du kannst mir nicht helfen. Du kannst nur versuchen, mich zu verstehen. Da zu sein. Auch wenn ich nicht mit dir unbedingt ins Bad will. Ach, das musst du gar nicht, pass auf, ich habe eine bessere Idee. Ich habe eine sehr gute Idee. Ja. Ja. Die sind jetzt aber nicht schon für deinen Brautstrauß, oder? Nein. Den möchte ich nämlich zusammen mit dir aussuchen, wenn es dir recht ist. Wie ich überhaupt gerne dabei sein möchte bei den Hochzeitsvorbereitungen. Sehr gerne. So? Das wundert mich jetzt aber. Ich habe es überhaupt nicht für nötig befunden, das mir mitzuteilen, dass du heiratest. Meine einzige Tochter, ich erfahre es von anderen. Es tut mir leid. Ich wollte es dir wirklich sagen, aber... Ja, da muss ich mir jetzt wirklich ernsthaft überlegen, ob ich dich überhaupt zum Trauer... Weißt du was? Ich überlege mir, ob ich dich dabei haben will, wenn du mich so veralberst. Jetzt komm mal hier. Herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich so für dich. Danke. Ich hoffe, dein Zukünftiger weiß, mit wem er es zu tun bekommt, wenn er dich nicht gut behandelt. Ja, das weiß er wirklich. Oh Gott, dieses Lächeln. Da muss man dich doch einfach auf Händen tragen. Ja, ich muss wieder... Aber wir setzen uns bald zusammen und bereden alles weiter, ja? Du sollst ein Fest bekommen, von dem noch Jahre später geredet wird. Danke. Frag mich, wie mein richtiger Papa wohl auf Gregor reagiert hätte. Und Omi. Denkt nicht, dass ich euch vergessen habe. Aber ich bin froh, dass ich eine neue Familie gefunden habe. Das versteht ihr, oder? Klar versteht ihr das. Ich muss Werner noch die Wahrheit über Gregor erzählen. Aber ich bin mir sicher, er akzeptiert ihn. Robert sowieso. Das ist so ein großartiges Gefühl zu wissen, dass die beiden so hinter mir stehen. Wenn Alexander bloß... Er ist so tapfer. Er bemüht sich, das spüre ich, aber... Ich bin mir nicht sicher, ob er tief innen wirklich damit klarkommt, dass Gregor und ich... Schluss jetzt. Ich habe mein Leben und er seins. Ja, super. Gut, dass du ihn gefunden hast. Hallo. Hallo. Kann mir jetzt vielleicht langsam mal jemand hier erklären, was ich hier soll? Oder wollt ihr mir einfach nur beichten, dass ihr ein Pärchen seid? Ach, Schatz. Es war nie was zwischen uns und es wird auch nie was zwischen uns sein. Könntest du es ihm erklären? Weil ich muss Xaver langsam mal erlösen. Wollen wir uns setzen? Ja. Xaver? Ja, ich bin's. Also, wir haben ihn gefunden. Du kannst jetzt mit der Suche aufhören. Was ist denn? Wie geht's Ihnen? Wie jetzt? Gut. Was soll denn das heißen? Du hast schon mit der Suche auf... Ja, super, bist ein toller Freund. Ja, ach. Tanja hat mir von ihrem Problem erzählt und wir dachten, ich kann Ihnen vielleicht helfen. Kennen Sie sich denn mit sowas aus? Könnte man so sagen. Hast du es ihm schon erzählt? Was? Dass er ein ehemaliger Drogenjunkie ist? Ich hab mir schon gedacht, dass ihr hier mir was beichten wollt. Nein, warte doch mal, Liebling, bitte. Ja. Du weißt doch, dass Gregor mal in Mexiko gewohnt hat. Ah, ich verstehe. Mhm. Heißes Drogenpflaster. Daher auch meine Erfahrung. Ich habe in Mexiko als Arzt gearbeitet. Sie sind Arzt?
Ja, schau, genau darum geht's ja. Dieser kalte Entzug, das war einfach eine Schnapsidee. Was du brauchst, ist professionelle Hilfe. Und deswegen... Egal, ich meine, wie konntest du mit einem wildfremden Menschen, ohne mich zu fragen, über mich reden? Aber Gregor ist doch nicht irgendwer. Nein, so war es ja gar nicht. Ich habe Tanja angemerkt, dass irgendwas mit ihr nicht stimmt und habe eben so lange gebohrt, bis es mir erzählt hat. Ah, ich verstehe. Ein Zahnarzt. Großartig. Also, dann kennen Sie sich mit der Materie bestens aus. Hm? Ohne mich. Warte, Mike. Wir wollen dir helfen. Lassen Sie uns doch in Ruhe alle Optionen durchgehen. Es muss ja nicht unbedingt ein kalter Entzug sein. Es gibt noch andere Möglichkeiten, die nicht so drastisch sind. Drastisch ist hier nur eines, und zwar deine Methode, wie du mir helfen möchtest. Erst sperrst du mich ein und jetzt? Nein, danke. Vielen Dank und tschüss. Mike, es bleibt doch hier. Das hat keinen Sinn. Das bringt nichts. Aber du hast doch selber gesagt, was alles mit ihm passieren kann in seinem Zustand. Eigentlich wirkt er auf mich ganz okay. Komm, setz dich. Warum? Weil sich wahrscheinlich gerade einen frischen Schuss gesetzt hat. Nee, ich muss da. Nein, das bringt nichts. Ein Süchtiger kommt nur davon los, wenn er es selber will, Tanja. Alles andere ist aussichtslos. Hm. Wer ist das? Na, wer wird's wohl sein? Maxim. Mhm. Das ist eine ganz tolle Begrüßung. Entschuldige. Aber diese ganze Heimlichtuerei, das ist einfach nichts für mich. Ich find's spannend. Nee, falsch, ich find dich spannend. Egal, ob heimlich oder nicht heimlich. Maxim, was ist, wenn meine Mutter reinkommt? Was soll die denn hier? Die Pflanzen beeindrucken? Das ist nicht ihr Publikum. Sie sagt schon sehr lange, dass sie wieder nach ihrer Orchideensammlung schauen will. Hm. Ja, dann werde ich sie eben sofort mit meinem Superlaserzerstäuber ins Visier nehmen und dann eiskalt abschießen. Mit Wasser? Ja. Dann ist die kalte Dusche gleich noch oben drauf. Verstehst du? Die wird sie bestimmt brauchen, wenn sie uns hier sieht, weil das gefällt ihr mit Sicherheit nicht. Ich glaube, sie würde deinen Superlaser-Wasserbestäuber klauen und dich fertig machen. Ey! Ups. Aber das macht sie wahrscheinlich so oder so. Ach, egal. Hauptsache, es ist endlich raus. Und außerdem bist du doch gegen die Heimlichtuerei. Ja, aber doch nicht so plötzlich und per Zufall. Wir werden uns kaum die Audienz geben lassen können, ne? Ich hoffe ja ein bisschen, dass Werner uns da hilft. Ja, das könnte gut sein. Werner steht auf unserer Seite. Wundersamerweise. Das ist doch nicht wundersam. Doch, doch schon. Für Werner bin ich einfach nur ein verwöhnter Gigolo und es wird sich auch niemals ändern. Also, ich kenne ihn ein bisschen, eigentlich sogar schon ziemlich lange und wir waren ja mal fast verwandt, also. Aber du hattest bis jetzt noch nie so eine gute Anwältin an deiner Seite. Vor allem nicht so eine gut aussehende. Aber ich brauche auch gar keine. Ich habe doch nichts verbrochen, außer dass ich in dich verliebt bin. Ich weiß. Nur damals, wo das Geld gestohlen wurde, hat Robert das gesagt. Was habe ich? Entschuldigung, ich wollte euch nicht beim Rumturteln stören. Der Koch braucht bloß ein paar Kräuter. Hey, du bist wieder da, hm? Eine sehr innovative Art, mich zu begrüßen. Hallo, Robert. Wie geht's dir? Hervorragend. Danke. Ja, ich glaube, wir wollten es oder so. Ja. Ja. Miriam, hast du die? Ja, blöde Frage. Danke. Runter von meiner Maschine. Ja, genau. Wenn ihr wer wen anmachen darf, dann ich ja wohl dich, oder? Warum das denn? Weil ich mich die ganze Zeit von Tanja in der Gegend rumscheuchen lasse, nur deinetwegen. Hast du doch gar nicht. Ja, weil du abgehauen bist und angeblich in Lebensgefahr schwebst. Ja, was machst du eigentlich für einen Wirbel, Mann? Haust einfach durchs Fenster ab. Lass du dich mal von der hysterischen Frau einsperren. Ja, Mike, du wolltest ja doch den Entzug vorspielen, oder nicht? Oder hast du es nicht mehr ausgehalten? Du glaubst doch nicht wirklich, dass ich tatsächlich drogenabhängig... Weißt du was, lass mich in Ruhe, hau ab. Ich hab keine Ahnung, was du hier für eine Show abziehst. Es steht mir bis hier. Du hast mich angelogen, oder? Na komm, weich mir nicht aus, du bist ein Junkie, stimmt's? Weißt du, wenn du das wirklich glaubst, toller Freund. Ich glaub dir gar nichts mehr, Mike. Komm, lass mich in Ruhe, ich möchte die frische Luft genießen. Ja, hast du doch hier zu Genüge, oder nicht? Die du verpestest! Du kannst mich mal echt.
Liggert, weißt was? Der Jonas war es tatsächlich. Weil? Und als ich es endlich aus ihm rausgelockt habe, da ist er abgehauen. Ich weiß. Die Frau von Heidenberg wartet immer noch auf ihre Entschuldigung. Ich weiß. Ich, wenn den Lümmel in die Hand krieg, dann... Woher weißt du das eigentlich alles? Hast du ihn vielleicht hier irgendwo versteckt? Ja, unter meiner Schürze. Ach, Schluss jetzt, Hildegard. Komm, ich habe ja wirklich schon eine Menge von Burschen in dem Alter erlebt. Ganze Generationen von Pagen habe ich eingearbeitet. Aber so ein Früchtchen. Du bist zu streng mit ihm. Ja, ganz im Gegenteil. Längst nicht streng genug. Er hat ja schließlich von sich ausgestanden, dass er die Tasche gestohlen hat. Hat er dir das auf die Nase gebunden, ja? Jedes einzelne Wort musste ich ihm aus derselbigen ziehen. Es wird ja wohl einen Grund gehabt haben, dass es dir nicht erzählt hat. Also komm, wo steckt er? Na, das werde ich dir gerade auf die Nase binden. Du kriegst noch fertig und vergraust mir den Jungen für alle Zeiten. Na, kleine Lause. Hildegard, der Junge braucht eine strenge Hand. Sonst kommt er noch völlig ins Schlingern und wer weiß, wo das dann endet. Tja, vielleicht hast du ja recht. Lieber einmal ein ordentliches Donnerwetter als ein ganzes Leben lang. Wie, vielleicht habe ich recht. Tja, ich bin auch der Meinung, dass du ihn dir mal vorknöpfen musst. Also du erstaunst mich immer wieder. Nach 30 Jahren? Ist ja. Nicht schlecht, hä? Na du, aber wenn ich ihn mir vorknöpfen soll, wieso verteidigst du ihn dauernd? Weil es auf das Wie ankommt. Wie? Aufs Wie? Sanft, Alfons. Nicht so rabiat. Wie soll man sich denn jemanden sanft vorknöpfen, hä? Indem man die richtigen Worte findet und nicht brüllt. Indem man ihm sagt, so geht das mit dir nicht weiter, mein Lieber. Aber du zeigst ihm auch gleichzeitig auf, wie es weitergeht. Naja, als erstes muss er jetzt mal vor Frau von Heidenberg zu seinem Verbrechen stehen. Siehste, das ist es ganz genau, was ich meine. Verbrechen. Alfons. Komm, du musst nur ein bisschen umdenken, dann schaffst du das schon. Das wäre doch gelacht, wenn wir beiden alten Hasen den Jungen nicht wieder auf die richtige Spur bringen. Hm? Ich weiß nicht, wo der ist. Ich... Was willst du jetzt machen? Sag mal, willst du jetzt eigentlich noch hier bis Weihnachten rumtrödeln oder was? Ich würde mich vielleicht auch gerne umziehen und entspannen um mich herum. Danke. Servus. Also, du musst doch irgendwas unternehmen. Ja, was denn? Ich denke, du liebst Mike. Ja, aber deswegen steht doch noch nicht lange eine Gebrauchsanweisung auf ihm drauf. Wie gehe ich mit meinem drogensüchtigen Freund um? Ich meine, was willst du denn eigentlich? Wenn ich wüsste, was ich tun kann, wenn der sich nicht helfen lassen will, kann ich auch nichts tun. Vielleicht hast du es auch ein bisschen falsch angefangen. Was wollt ihr denn jetzt eigentlich alle von mir? So Inke hat Gregor auch gesagt. Was? Ja, dass ich schuld bin. Das meine ich doch gar nicht. Trotzdem, du hast Mike schon ziemlich gedrängt, auf den Zug zu gehen. Sogar eingesperrt. Also ich glaub's ja wohl, was willst denn du eigentlich von mir? Erst sagst du, ich habe mich nicht genug um ihn gekümmert. Und dann sagst du, ich setze ihn unter Druck. Jetzt entscheide ich mal, Madame, ja? Die kann man im Moment einfach nicht vernünftig reden. Ja. Aber ist ja auch klar, ist ja alles ein bisschen viel. Da wäre wohl jeder überfordert. Das hat gar nichts mit mir zu tun. Mike ist daran schuld, verdammt, ja? Der muss nämlich von alleine damit aufhören wollen. Das hat Gregor auch gesagt und der weiß ja wohl, wovon er spricht, ja? Ach ja, warum hast du Gregor überhaupt davon erzählt? Er kennt Mike doch kaum. Ja, aber er ist doch Arzt, Mensch. Seit wann? Ja, seit er studiert hat, nehme ich an. Gregor ist gar kein Handwerker. Das hast du mir noch gar nicht erzählt. Ach, Marie, ehrlich gesagt gibt es wirklich wichtigere Dinge als die abenteuerliche Vergangenheit von Gregor. Die Zukunft von Mike zum Beispiel, ja? Guten Abend. Ach, Frau Schlotter, willkommen gemahl. Schönen guten Abend. Schön. Guten Abend. Guten Abend. Guten Appetit. Danke, ich hoffe, es schmeckt. Gut, kann serviert werden. Nummer 3, machst du mir die Marinade fertig? Na ja, Bruder, wieder voll im Geschäft. Ha? Robert.
Das ist nicht fair. Oh Mann! Sorry. Ja. Gut. Dafür habe ich dir was mitgebracht. Mmh. Mmh. Lecker. Mabea. Was nett mit Lars Hoffmann? Naja, wenn ich ihn gesehen hätte. Er lebt da unten voll auf der Erfolgsspur. 24 Stunden im Einsatz, Tag und Nacht. Das kennen wir. Naja, ich bin jedenfalls froh, dass du wieder da bist. Und der Fürst nur freut sich auch. Moment. Was sagst du denn zu der Neuigkeit des Tages? Lauras Hochzeitspläne. Was soll ich dazu sagen? Wie es dir geht dabei? Oh, prächtig. Wie ich von Laura erfahren habe, warst du nicht nur nicht dagegen, sondern hast sogar ein bisschen nachgeholfen dabei. Ach, das ist völliger Quatsch, das war ein Missverständnis. So weit geht meine Großmutter dann doch nicht. Ich habe gedacht, die beiden wollen heiraten. Und Gregor hat das als Anlass genommen, Laura einen Antrag zu machen. So ungefähr. Und seine Kaution hast du auch noch bezahlt. Naja, ich bin halt nicht so ein schlechter Kerl, wie sie immer sagen, ne? Wie geht's dir denn wirklich dabei? Ach. Hey, ich mach dir keine Vorwürfe, ich bin dein Bruder. Wenn du jemandem gegenüber ehrlich sein kannst, dann doch wohl mir. Ja, genau deswegen. Es ist alles in Ordnung, wirklich. Kein Grund zur Sorge. Ich nicht gerade Trauzeuge werden muss. Wie Laura bei dir und Katharina? Wenn du willst, kannst du ruhig mitkommen. Ich könnte Popcorn machen und wir schauen uns einen Horrorfilm nach dem nächsten an, diesen Slashpot oder so. Wie kannst du bloß an sowas denken, wenn Mike gerade den echten Horror durchmacht? Vielleicht geht's ihm doch blendend. Aber nur, wenn er auf dem Trip ist. Ja, dann war das seine Entscheidung. Ich verstehe dich nicht, Tanja. Wie kannst du tatenlos zusehen, wie er sich kaputt macht? Mai, es ist wirklich rührend, wie du dich um Mike kümmerst, aber du hast absolut keine Ahnung, wie Süchtige ticken. Doch. Als Außenstehender kann man gar nichts machen. Sie müssen es selber wollen, die ganze Leier. Trotzdem, wenn es der Mann wäre, den ich liebe, dann würdest du ganz schnell merken, wie raffiniert Süchtige sind, wenn sie dich einholen wollen, ja? Hat er das versucht? Ja, er versucht das doch die ganze Zeit. Ich soll Verständnis haben, ich soll Geduld haben. Am besten soll ich immer Nachsehen haben. Ein bisschen Unterstützung hat er ja wohl verdient. Marie, genau das ist doch der Knackpunkt. Wenn du so weitermachst, rutscht du immer tiefer in die Sucht. Und dann bist du co-abhängig. Du klingst, als wärst du vom Fach. Ich hab das auch schon mal erlebt und das weißt du auch. Außerdem bin ich anfällig für sowas. Wofür? Fürs Helfen. Ich helf dann immer und helf dann und vor lauter Helfen mache ich alles nur schlimmer. Welch Selbsterkenntnis. Und Marie, ich versuch doch nur einzusehen, dass ich machtlos bin. Mike muss selbst wissen, was er tut. Und er muss auch selbst die Verantwortung übernehmen. Tut mir leid, aber für mich klingt das eher, als würdest du bloß eine Entschuldigung suchen, weil du es nicht schaffst, dich um ihn zu kümmern. Weißt du was, Marie? Denk doch einfach selbst, was du willst. Ja? Wenn der mich wirklich liebt, dann würde er jetzt, am besten jetzt, damit anfangen, aufzuhören. Und dann... Was dann? Ja, dann wäre ich für ihn da. Absolut. Schau mal, wenn er nicht selber will, dann kann weder ich noch sonst irgendjemand ihm dabei helfen. Verdammt!
Was hast du denn mit meinem heiligen Schneebesen vor? Den fässt niemand an außer mir. Tanja. Oh nein, bitte. Was ist denn mit dir? Nichts. So, ich mache mir langsam wirklich Sorgen um dich. Danke. Aber Mike braucht... Immer so kenne ich dich doch gar nicht. Ey, du bist eine Kämpferin. Du lässt dich doch von sowas nicht umpusten. Und wenn es uns zu kämpfen gibt, wenn man hilft, indem man nicht helfen soll und zuguckt, ohne dass man weiß, was man machen kann. Ich verstehe dich so gut, ich würde wahnsinnig werden an deiner Stelle. Ich will doch gar nicht viel, ich würde nur so ein bisschen glücklich sein. Aber ich weiß nicht, ich schaff das nicht. Was mache ich denn, wenn er nicht aufhört, seine Drogen zu nehmen? Ich liebe den doch zu sehr. Tanja, er muss sich entscheiden, was er mehr liebt. Dich oder die Drogen. Du hast einen Mann verdient, der dich ohne Kompromisse will. Und wenn er das nicht tut, dann ist... Dass Sie uns bald wieder beehren. Ganz bestimmt. Schöne Heimreise noch. Danke. Wiedersehen. Wiedersehen. Laura? Ja, Chef, ich weiß, bin spät dran. Nein, darum geht es nicht. Was ist denn? Habt ihr euch schon überlegt, wo ihr heiraten wollt? Also, wo ihr feiern wollt? Was soll das denn? Wenn ich dir damit zu nahe trete, dann... Nein, wir haben noch nicht drüber nachgedacht. Wieso? Weil ich mich freuen würde, wenn ihr hier heiratet, also wenn ihr hier feiert. Im Fürstenhof? Nein, im Pferdestall. Natürlich hier im Fürstenhof. Ich fände es schön, wenn ich das Fest ausrichten dürfte. Es sei denn, Gregor hat sich schon was anderes überlegt. Dann. Ja. Nein, hat er nicht. Das ist ein sehr liebes Angebot. Bist du sicher, dass du... Naja, wenn Robert wieder streikt an dem Tag, muss ich natürlich kochen. Das wird ein bisschen schwieriger, weil ich natürlich... Natürlich bin ich sicher, ja. Ich will, dass du glücklich bist. Wirklich von ganzem Herzen. Und wenn ich ein bisschen was dazu beitragen kann, dann tue ich das gern. Ja? Mhm. Jetzt stell dich nicht so an. Du bist ja schlimmer als ich, wenn ich zum Zahnarzt muss. Echt? Erzähl mal, Tante Hildegard. Musstest du ihn schon mal mitschleppen und am Stuhl festbinden? Ich bin ganz ruhig, aber mir reicht's jetzt. Du kommst jetzt mit um Schluss. Jonas, hast du nicht auch schon mal die Erfahrung gemacht, dass es einem besser geht, wenn man was hinter sich gebracht hat? Ich meine, irgendwas, wovor man Angst hatte. Nö. Ich meine, wenn man die Wahrheit sagt und zu seinen Fehlern steht, das erleichtert einen. Nö. Ich habe das am eigenen Leib erfahren, als ich so alt war wie du. Da habe ich mal beim Nachbarn auf den Kirschbaum gerollt. Echt? Du bist auf den Baum geklettert? Erzähl mal, Onkel Alfons, warst du auch dabei? Frau von Heidenberg. Ja, was gibt's denn? Hätten Sie vielleicht einen Moment für uns? Ist gerade ganz ungünstig. Frau von Heidenberg. Ach, Sie an der Dieb. An Ihnen ist ja doch ein Meisterdetektiv verloren gegangen, Alfons. Jonas ist freiwillig gekommen, um sich bei Ihnen zu entschuldigen. Das haben wir doch wohl eher Ihren Überredungskünsten zu verdanken, Frau Sonnenbichler. Haben Sie in der Küche nicht genug zu tun? Jonas ist der Großneffe von meiner Frau. Und sie hat mit mir zusammen ihren ganzen Einfluss geltend gemacht, damit Jonas jetzt... Tut mir leid. Sorry, Frau Heidenberg, dass ich Ihre Handtasche geklaut habe. Frau von Heidenberg. Eben, Frau von Heidenberg. Und damit ist jetzt alles gut? Vielen Dank, Frau von Heidenberg. Siehst du, ich habe dir doch gesagt, wenn man seine Fehler eingesteht, wird alles gut.
Nicht ganz, Frau Sonnenbichler. Sehr entzückend, dass Sie dem Jungen den Glauben an das Gute beibringen wollen, aber von so einer Kuschelpädagogik halte ich gar nichts. Und wie dürfen wir das jetzt verstehen? Jede Tat hat ihre Konsequenzen. Und je eher du das begreifst, umso besser. Ja, was wollen Sie denn jetzt auch tun? Wenn ich Ihnen das jetzt verraten würde, das wäre doch nur der halbe Spaß. Sie hören von mir. Oder von der Polizei. Habe ich nicht gesagt. Bedanke dich nicht bei mir, sondern bei Miriam. Denn dass ich Ihrer Mutter noch nichts von eurer Wiedervereinigung erzählt habe, steht einzig und allein ihr zuliebe. Miriam ist ein ganz besonderes Mädchen. Ich hoffe, das ist dir klar. Oh ja, das ist mir wirklich klar. Das kannst du mir glauben. Ja, ich bemühe mich darum. Das kannst du mir glauben. Also, ich hätte auch noch eine kleine Bitte an dich. Stell mich bitte wieder ein. Ich soll deine Kündigung aufheben? Unter einer Bedingung. Du, alles. Also alles Hausers schadet Miriam. Ja? Du hast dich ja zu einem richtigen Ritter entwickelt. Ich hab dir doch gesagt, ich weiß, was ich an ihr hab. Ich hab schon so viel versaut im Leben. Dieses Mal passiert mir das ganz bestimmt nicht. Aha, der treue Gigolo. Gigolo, das war früher. Deshalb möchte ich auch wieder als Restaurantleiter arbeiten, obwohl mir Miriam angeboten hat, mich zu unterstützen. Also finanziell. Die Bedingung. Ach ja. Eigentlich sind es zwei. Erstens, wenn Miriam deinetwegen auch nur eine einzige Träne weint, reiß ich den Kopf ab. Das kannst du gern machen, ja. Und zweitens? Zweitens, bringt bitte Miriams Mutter auf den neuesten Stand. Denn wenn Barbara das erfährt durch einen dummen Zufall, reißt sie mir den Kopf ab. Gut gemacht. Danke, Werner. Da war mein Bruder ja ausnahmsweise schneller als ich. Ausnahmsweise? Ja, früher war ich immer schneller. Bei den Frauen, auf dem Baum klettern, Hildegard den Extrakeks klauen. Ich hätte dich so verkloppt. Ich habe mir früher immer so Brüder gewünscht. Ja? Und jetzt hast du welche. Bei allem Mist, den Alexander in Bezug auf dich gebaut hat. Das, was er jetzt tut, das ehrt ihn. Ja, finde ich auch. Das ist ihm bestimmt nicht leicht gefallen. Wenn er ein Zeichen setzen will dafür, dass er endlich einen Schlussstrich ziehen möchte, dann drängt sich ja die Hochzeit der Schwester förmlich auf. Was sagt denn Gregor dazu? Den muss ich vielleicht noch ein bisschen bearbeiten. Na, das schaffst du schon. Du kriegst doch immer das, was du willst. Du weißt, wie ich das meine. Ich habe dich seit langem nicht mehr so glücklich gesehen, wie du jetzt bist. Schade, dass ein paar Leute nicht so glücklich sind wie ich gerade. Wofür war der denn? Brauche ich denn einen Grund dafür? Ich habe übrigens auch noch eine Bitte an dich. Aha, wusste ich's doch. Jetzt kommt's. Das ist gar nicht so schlimm, glaube ich. Erzähl. Könntest du dir vorstellen, mein Trauzeuge zu sein? Ich? Geht das zu weit mit der Geschwisterliebe? Nein, nein. Ich dachte nur, Tanja als deine beste Freundin, die... Ja, ja, das... Ich weiß noch nicht so richtig, wie ich ihr das beibringen soll. Sie ist sicher enttäuscht, aber ich hätte gern jemanden aus der Familie an meiner Seite. Alexander kann ich schlecht fragen. Trauzeuge, hm? Trauzeug. Trauzeug. Aber nur, wenn du mir genug Zeit lässt, ein Menü zu kreieren, von dem man noch in 10 Jahren spricht. Ich habe Maxim dein Einverständnis vorausgesetzt wieder eingestellt. Ich wäre mir zwar lieber, du würdest Personalfragen mit mir absprechen, aber bitte, wenn du meinst. Ich dachte, ich tue dir einen Gefallen. Du stöhnst doch schon seit Tagen darüber, wie schwer es ist, einen kompetenten Restaurantleiter zu finden. Ja, aber du weißt, mein Verhältnis zu Maxim war nicht das Allerbeste. Ist immer noch nicht das Allerbeste, also. Er macht seinen Job erstaunlich gut. War's das? Nein. Ich wollte mit dir über Lauras Hochzeit sprechen. Falls du mir ins Gewissen reden möchtest, das ist nicht nötig. Ich habe schon mit den Vorbereitungen begonnen. Ach. Ja, ich habe dein Einverständnis vorausgesetzt, Laura gefragt, ob sie hier heiraten möchte. Also, Fürstenhof. Du hast zwei dumme einen Gedanke ausgezeichnet.
Ich weiß das sehr zu schätzen, Alexander. Mir ist bewusst, dass dir das nicht sehr leicht gefallen sein kann. Aber glaub mir, je eher du dich damit abfindest, dass Laura und du, ja, ihr habt sicher ein besonderes Verhältnis zueinander, aber eben ein geschwisterliches. Ja, ich weiß. Ich bin sehr stolz auf dich, Alexander, wie du deinen Weg machst. Irgendwann wird ihn die Richtige mit dir gehen. Wart's ab. Sicher. Irgendwann, ja. Ich danke dir, Vater. Aber ich habe wirklich zu tun. Du entschuldigst? Gerade recht. Dieser Meeresfrüchtesalat ist einfach umwerfend. Möchtest du auch etwas? Danke, ich habe schon gegessen. Aber nicht so gut wie bei Robert. Nicht so gut, aber vollkommen ausreichend. Schwieriger Termin? Die meisten Schwierigkeiten hat man doch zu Hause. Was ist passiert? Ja, ich gehe mal lieber wieder essen, bevor mein Salat kalt wird. Gibt es nicht irgendwas, was du mir erzählen möchtest? Wieso? Du warst doch in der großen, weiten Welt. Ach, München ist ein großes, pompöses Dorf. In jeder Beziehung. Deine Sonnenmilchlers, die würden sich da sehr wohlfühlen. Daher Vitamin. Hat Alfons den Dieb etwa immer noch nicht gefunden? Und was für ein Prachtexemplar, sein Enkel. Das kann nicht sein. Seit wann ist Alfons Großvater? Ja, oder sein Neffe oder der Sohn seines Schwippschwagers oder was weiß ich. Irgend so einen Verwandten hat er mir jedenfalls präsentiert. Ja, was willst du mehr? Du hast deine Tasche wieder. Man hat sich offenbar bei dir entschuldigt. Ja, mehr oder weniger halbherzig. Ah, komm, Barbara, da stehst du doch drüber. Genauso wie bei der Tatsache, dass du mir was verheimlichst. Hinter welcher meiner vielen Sünden bist du denn gekommen? Was wollte Maxim von dir? Sein Job oder dein Segen? Ich bilde mir ein, die Menschen ganz gut zu durchschauen. Aber du? Er hat mich gebeten, ihn wieder einzustellen. Weil er wieder in Miriams Nähe sein möchte. Ja, sieht ganz so aus. Er möchte in Miriams Nähe sein, weil... Werner? Sie sollten es ja selbst sagen, aber anscheinend haben sie ein wenig Angst vor dir. Also sind sie wieder zusammen? Zwei Königskinder. Wenn sie dann doch zusammenkommen, gibt's kein Halten mehr. Barbara, warum machst du dir solche Sorgen um deine Tochter? Also wie ich das Ganze einschätzen kann, ja, manchmal ändern sich Menschen tatsächlich. Und Maxim... Ist ein durch und durch verkommenes Subjekt. Aber dass du darauf reinfällst, spricht fast für dich, wenn es nicht so unklug wäre. Na komm, nun lass dich doch trösten von deinem alten Narren. Danke, dass du deine Mittagspause opferst. Ist doch klar, Mike ist mir doch auch wichtig. Hoffentlich lässt er uns überhaupt ins Haus. Du könntest ja vielleicht behaupten, du suchst Tanja. Ja, mir fällt schon irgendwas ein. Was wolltest du mir vorhin eigentlich erzählen? Ach, das war nichts weiter. Ich wollte nur mit dir darüber sprechen, wo wir möglicherweise die Hochzeit feiern können. Laura, das ist doch egal. Ob da nicht auf gut Saalfeld. Naja, wie auch immer, da reden wir später drüber. Hoffentlich lässt Mike dich nicht abblitzen, nur weil du Arzt bist. Ja, das muss nicht unbedingt sein, aber ein bisschen vom Meeresfrüchtesalat, der ist so lecker. Übrigens, du hattest ja leider als erstes die Idee, dass Gregor und Laura hier feiern würden. Aber mich hat sie als erstes gefragt, ob ich ihr Trauzeuge werden will. Dich? Ja.
Oder wolltest du das etwa machen? Und du hast natürlich ja gesagt. Natürlich habe ich ja gesagt. Jetzt reg dich nicht auf. Ich reg mich nicht auf. Natürlich regst du dich auf. Ich kenne dich doch. Ja, du regst dich auf. Quatsch. Alles nur Show, was? Du holst Gregor aus dem Gefängnis, du bietest Laura an, hier zu heiraten, nur damit du einen auf Großfamilie machen kannst, damit du sie schön beeindruckst, damit sie denkt, du wärst der Größte. Bin ich doch auch, oder? Verständnisvoll, großzügig, tolerant. Und warum das Ganze? Nur weil du es nicht ertragen kannst, dass sie einen anderen heiratet. Aber da drin, irgendwo, in deinen Tiefen des Herzens, hoffst du immer noch, dass sie abspringt. In letzter Sekunde, richtig? Wie damals, bei Lars. Okay, du Schlaumeier, ich sag dir jetzt mal was. Natürlich tut mir das weh, was glaubst du denn? Und ich verrate dir noch ein Geheimnis. Ich glaube erst an diese Ehe, wenn Laura wirklich ja gesagt hat. Mike? Mike? Hallo, können Sie mich hören? Mike? Hey! Komm, nimm ihn an den Füßen, wir legen ihn hier aufs Sofa. Super. Mike, was ist denn passiert? Hm? Wie geht's ihm? Mike, sprich doch bitte mit uns. Hm? Was ist denn? Laura, bitte. Ja? Lass uns allein. Was? Komm, ist okay. Geh schon mal vor. Okay. Ja. Herr Bergmeister, ich... Ganz ruhig, ganz ruhig. Moment. Nicht lassen Sie. Bleiben Sie liegen. Das ist ja ein Hammermedikament. Es geht gar nicht um Drogen. Sie sind krank. Ich habe Multiple Sklerose. MS. Hat uns für heute Abend zum Essen eingeladen, mit der ganzen Familie. Oh je, muss ich da wirklich hin? Entschuldigung, das ist dein zukünftiger Schwiegervater. Wie kommt man da an die Nadel? Ich meine, es muss doch einen Grund dafür geben. Es geht so nicht weiter. Alexander, dein Sarkasmus, deine Sticheleien, das nervt einen. Ja, ja, ja. Ich darf nicht mehr sagen, was ich will und ich darf nicht mehr sagen, wie ich es will. Gregor? Wieso Gregor? Ich denke, der heißt Christian. Entschuldige, ich dachte, Vater weiß es schon. Moment mal, was weiß Vater schon?